Hi, ich heiße Lukas Baumann und studiere an der Universität Konstanz Wirtschaftspädagogik mit Zweitfach Deutsch. Also für Studiengangsrichtung 2 habe ich mich zum einen entschieden, weil mir das eine Abwechslung ermöglicht. Ich kann neben BWL, das wir alle als Hauptfach unterrichten, noch ein anderes Fach unterrichten und damit einfach noch ein bisschen Abwechslung im Schulalltag erreichen. Für Deutsch habe ich mich entschieden, weil ich persönlich ein Interesse für das Fach habe. Ich lese gerne, schreibe auch. An sich ist Deutsch vielseitig. Man hat mit Lektüren, Gedichten, aber auch normalen Prosatexten einfach unterschiedliche Inhalte im Unterricht. Was natürlich auch noch ein Vorteil ist, dass Deutsch ein Hauptfach ist und dass man dadurch mit BWL und Deutsch zwei Hauptfächer unterrichtet. Was man allerdings dazu sagen muss, mit Deutsch ist es komplizierter, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Das Wahlpflichtfach Deutsch umfasst zwei große Bereiche, Literaturwissenschaft und Linguistik, also Sprachwissenschaft. Das besteht aus verschiedenen Seminaren. In der Literaturwissenschaft schreibt man meistens eine Proseminararbeit und hält ein Referat. Teilweise gibt es auch die Möglichkeit, eine Klausur zu schreiben. In der Linguistik sind es meistens Klausuren. Ein Modul hat man auch Didaktik. Insgesamt absolviert man 47 ECTS in Deutsch. Im Wahlpflichtfach Deutsch müssen keine besonderen Voraussetzungen erfüllt werden, also man braucht kein Latinum oder Ähnliches.